also die Weltmeisterschaftsfanfare für beide Mannschaften. Und nun sind wir natürlich sehr gespannt auf dieses Auftaktmatch der Titelkämpfe. In der Mitte Udo Kiessling, der Kapitän der deutschen Mannschaft. Und Ružička, der Kapitän der Tschechoslowakei. Schiedsrichter nicht wie vorhin eingeblendet Lind, sondern Willi Vögtlin aus der Schweiz. Die deutsche Mannschaft in bestmöglicher Formation wird mit Karl Friesen im Tor spielen. Schlickenrieder der zweite Mann, Hoppe pausiert heute. Außerdem werden der junge Andreas Pokorny und Harald Birk nicht dabei sein, da ja nur 20 Spieler hier auflaufen dürfen. Eine sehr umstrittene Sache, besonders Bundestrainer Xaver Unsinn, der sich hoffentlich nicht erkältet hat. Er kritisiert das, denn international ist es nun einmal üblich, mit 4 Blöcken zu spielen. Warum dann nicht 22 Spieler? Aber okay, das sind gleiche Bedingungen für alle Mannschaften. Xaver Unsinn war sehr zuversichtlich vor diesem Spiel, möchte sein Team defensiv, ganz stark defensiv beginnen lassen, kein frühes Tor schlucken, um dann die Tschechoslowaken zu verunsichern. Die GSSR, die vollkommen umgebaut wurde von ihrem neuen Trainer, von Pavel Vohl, der ja bestens bekannt ist aus der Bundesliga, der zweimal deutscher Meister wurde mit dem Sportbund Rosenheim, mit 10 Neulingen angetreten ist. Hier sehen wir Dr. Pavel Vohl, der das Erbe übernommen hat von Dr. Janos Darsi, der sich ja mit dem Sportbund Rosenheim für die Olympiaschlappe mit der GSSR rehabilitieren konnte. Nun geht's also los und hoffen wir auf ein spannendes Spiel und auf einen guten Auftakt unserer Mannschaft. Deutschland mit der ersten Formation, also mit den Kölnern und Andreas Niederberger. Friesen erstmals in Aktion, Niederberger, Saviana und Scherban bei der Tschechoslowakei und Svitek, Ružička und Zieger, das ist die Sturmformation. Holzmann, fliegender Wechsel bei den Deutschen. Schorsch Franz. Und erstmals in Aktion Dominik Hašek, Weltmeister mit der Tschechoslowakei. 2 Linien abseits war das, Weltmeister mit der Tschechoslowakei. Jedenfalls im Aufgebot 1985. Hier also ein Blick auf die Bank der GSR und das Willi Vögtlin aus der Schweiz, der Unparteiische, der schon einige Spiele der deutschen Mannschaft gepfiffen hat und man war eigentlich nie unzufrieden mit ihm. Deutsche Mannschaft darauf aus, sehr aggressiv zu spielen mit viel Körpereinsatz. Uli Hima, der kann schießen. Das wird gefährlich, jetzt 1 gegen 1. Aber Harold Greif gegen Robert Krohn, auch einen der Neulinge im Team der GSSR, zunächst einmal Sieger. Die erste deutsche Verteidigung, die bei jedem zweiten Wechsel hineinkommt, die also eine Doppelaufgabe erfüllt mit Kiessling und Niederberger. Und Vorsicht! Udo Kiessling in seinem 251. Länderspiel. Andreas Niederberger. Die GSSR-Stürmer stören sehr früh, kommen sehr weit raus, betreiben ein aggressives Vorchecking.
Schade, Ron Fischer musste in den Rücken passen von Roy Röttger. Fischer also im Sturm aufgeboten als Center mit Roy Röttger und mit Peter Dreiseitel. Dreiseitel also in der ungewohnten Rolle des Linksaußen. Sein Heimtrainer Ladislav Olenek weiß nicht, ob das gut geht, er, der ja seit Jahren auch die internationale Szenerie beobachtet. Vorne im Bild sahen Sie gerade den Kopf von Beppo Schlickenrieder, zweiter Torhüter heute. Die Deutschen jetzt mit der Rosenheimer Formation, Beerwanger und Ahne sowie dem Berliner Axel Kammerer, früher ja ihr Mannschaftskamerad. Hinten die jungen Wagner und Schmidt, die in Vorbereitungsspielen einen guten Eindruck gemacht haben. Hoffen wir, dass sie sich auch jetzt, wo es ernst wird, bewähren. Axel Kammerer. Schön hat er das gemacht. Allein gegen zwei. Und abseits. Also die Anfangsphase verläuft eigentlich für die deutsche Mannschaft nach Wunsch. 3 Minuten und 12 Sekunden sind gespielt, 0:0. Und das deutsche Team wirkt so diszipliniert in der Abwehrarbeit bisher, wie sich das Xaver Unsinn wünscht. Unerlaubter Weitschuss von Udo Kiesling. Bulli vor dem deutschen Tor. Gerd Runschka für die deutsche Mannschaft. Steiger. Korrekter Check. Von diesem Block würde man sich wünschen, dass er an die Form früherer Weltmeisterschaften anknüpfen kann. In der Vorbereitungsphase wirkten die Kölner noch ein bisschen gehemmt, litten vielleicht noch unter dem Abschneiden bei der deutschen Meisterschaft in den Playoffs. Aber hier sahen sie schon ansatzweise, wie da Gerd Runschka vor Hasek auftauchte, dass sich diese Männer sehr viel vorgenommen haben für Stockholm. 9 Kameras in der Globe Arena. Hier eine ganz interessante Perspektive, die möglicherweise bei brenzligen Szenen die Situation verdeutlichen kann. Nicht ungefährlich, der Schuss von Steiger. Die GSSR ihrerseits mit der ersten Formation. Aber in der neutralen Zone, das ist wichtig, dass man da die Oberhand behält, dass man die Zweikämpfe gewinnt. Nur keine Leichtsinnsachen. Sie sehen, wie verbissen hier in der Anfangsphase schon um jeden Puck gekämpft wird. Dominik Hašek, sicherlich der beste Torhüter der Weltmeisterschaft von Wien, als die GSSR Dritter wurde und dann auf einen großen Triumph bei den Olympischen Spielen hoffte. Das wurde nicht zuletzt durch den Auftaktsieg der Deutschen zunichte gemacht. Harold Kreis, Obreza. Jetzt muss der dritte Mann schneller zurückkommen. Friesen in Nöten. Robert Krohn, er wirkt sehr gefährlich, der neue Mann aus Trenčín. Schon zweimal angedeutet, was in ihm steckt, warum ihn Pavel wohl zum ersten Mal zu einer Weltmeisterschaft geholt hat. Aber jetzt Schorsch Brandt. Klasse gemacht, Diemer.
der Nummer 22 bei der CSSR. Jiří Šeba, der Held von Prag, der Mann, der da die Tschechoslowaken zum Weltmeister machte mit seinen Treffern. Gut machen das die Deutschen. Alle waren zurückgekommen und nun der Gegenangriff. Drei Seite. Selbst der gebürtige Tschechoslowake. Talent zum Eishockey in die Wiege gelegt bekommen. Und Kiesling. Gefährlich, aber alle werfen sich dazwischen. Ron Fischer, der Allround-Mann. Hane. Kamera. Auch die Tschechoslowaken mehr mit dem Körper als früher spielend. Ah, da sind sofort wieder vier deutsche Spieler, aber dann Fehlpass im eigenen Drittel. Erstmal raus die Scheibe. Fast 7 Minuten gespielt. 0:0 der Spielstand. Mike Schmidt an der Scheibe. Hier Bernd Wagner, der rechte Verteidiger. Markus Bärwanger, Akte Kamera. Das Zuspiel von Wagner auf Schmidt war nicht so gut, deshalb konnte sich der Düsseldorfer Verteidiger nur mit einem Schuss über die Bande retten. Den Trommler, den Sie vielleicht im Hintergrund hören, der kommt aus Deutschland. Einer von den etwa 500, die hier die deutsche Mannschaft bisher recht verhalten anfeuern. Aber es verhallt auch vieles in der Riesenarena. Trunschka. Steiger. Sucht Udo Kiesling. Au, und dann verliert Trunschka die Scheibe. Das ist die Möglichkeit. Oh, vergeben von Rusitschka, dem Kapitän. Nochmal Rusitschka. Da haben sie euch aber Glück gehabt. Fahrt noch nicht vorbei. Rusitschka. Gerd Trunschka. Hegen. Und abseits, Scheibe war bereits jenseits der blauen Linie. Didi Hegen, kleines Gerangel, damit Leo Guders, dem Prager Verteidiger. Auch von Didi Hegen hofft man, dass er mal wieder so explodiert, wie wir das bei seinen bisher 53 Toren in der Nationalmannschaft gesehen haben. Hier war die Möglichkeit für Rusitschka, diese Riesenmöglichkeit nach 7 Minuten und 50 Sekunden. Aber alles noch beim alten 0:0. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei beim Auftaktspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft. Bemerkenswert, dass es bisher noch keine Strafzeit gegeben hat, obwohl es ein sehr schnelles Spiel ist, wo schon einmal im Geschehen, in der Hektik etwas passieren kann, was gar nicht mal absichtlich ist. Aber sehr, sehr anständig, was hier bisher ablief auf dem Eis. Kreis. Er macht das sich selbst ein bisschen schwer. Holzmann. Hatte eine Zerrung erlitten im Testspiel gegen Kanada am ersten, musste pausieren, aber ist wieder fit.
Sie sehen, wie die CSSR vorcheckt, mit Erfolg. Und es gibt keine Strafe, sondern Bulli. Genau 9 Minuten absolviert, 0:0 der Spielstand. Aber man kann doch deutlich erkennen, dass Pavel Vol das Spiel der Tschechoslowakei umgestellt hat. Es ist körperbetonter geworden. Man attackiert viel, viel früher, nimmt dabei das Risiko in Kauf, wenn man so früh angreift in der gegnerischen Zone, dass man in einen Konter hineinläuft. Deutschen kriegen die Scheibe nicht weg, aber jetzt ist erstmal raus. Walle, Kutschera und Flach heißt im Augenblick die Angriffsreihe der CSSR. Deutschen im Augenblick mit einem Ziehharmonika-System. Mal alle hinten und dann rücken sie nach. Genau so wurde es gestern trainiert von Xaver Unsinn und Peter Hämer. Walek gegen Niederberger. Udo Kiesling kann den gegnerischen Stürmer wegchecken. Im Spielaufbau haben die Deutschen im Moment ein bisschen Probleme, aber das liegt eben an dem Vorchecking der GSSR. Spiel über zwei Linien, Abseits. Es ist die 7. Weltmeisterschaft, die hier in Schweden stattfindet. Einmal verließ die GSSR Stockholm als Sieger, aber das ist lange, lange her, 40 Jahre genau, 1949. Sonst war sie hier stets Dritter. Ja, mutig, wie da Arne durchzugehen versuchte. Mike Schmidt und um Zentimeter war Arne schon in der gegnerischen Zone, aber gut gemacht von Schmidt, das muss man versuchen. Vielleicht geht's das nächste Mal. So ein bisschen eine Atmosphäre wie im Saddle Dome zu Calgary, zwischendurch musikalische Einblendungen, dann auf der elektronischen Anzeigentafel werden die Zuschauer stimuliert. Harter Check an der Bande gegen Axel Kammerer, aber im Rahmen des Erlaubten. Diese Mittagszeit, jetzt 12.30 Uhr Spielbeginn, ja sehr ungewöhnlich für beide Teams. Die deutsche Mannschaft hat heute früh noch einen Spaziergang gemacht, sehr früh gefrühstückt und hofft, dass man biorhythmisch hier zu dem gewohnten Spiel findet, aber bisher gibt es eigentlich gar keine Bedenken. Erste deutsche Formation. Hegen. Kiesling und Abseits. Ganz kurz war die Scheibe aus dem Drittel heraus und dann erst wieder hinein, also Abseits. 11 Minuten, 8 Sekunden gespielt. Knapp 9 Minuten im ersten Drittel, 0:0 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der GSSR. Ich sage den Spielstand etwas häufiger, weil ich mir vorstellen kann, dass einige von Ihnen jetzt erst nach Hause kommen und sich zu unserer Übertragung zuschalten. Das war Zedo Zieger, der jüngste Mann im GSSR-Team vom Vizemeister Trenčín. Hier sehen wir ihn.
19 Jahre jung. Eines der großen Talente der Tschechen und Slowaken. Er wird erst 20 in diesem Jahr. Frunschka. Wird auch sehr früh angegriffen, kommt nicht zur Entfaltung bisher. Aber auch die Schüsse der Tschechen sind von einigen abgesehen bisher nicht so sehr gefährlich. Aber jetzt aufgepasst. Steiger und Hegen beim Konter. Genau, die Hegen. Das hat man ihm gewünscht. 1:0 nach 11 Minuten 58 Sekunden. Und Hašek hat dabei nicht gut ausgesehen. 1:0 für die deutsche Mannschaft. Und jetzt hier in der Halle fast Heimspielatmosphäre bei den inzwischen fast 10.000 Zuschauern. Die bejubeln das Team von Stavonsen. Noch einmal hier dieser gewaltige Schuss von Hegen. Aber trotzdem schien der Torhüter der Tschechoslowakei nicht chancenlos. Bisschen Gesicht versperrt durch Scherban. Oh, das kann man sich gar nicht oft genug ansehen. Oh, da hat er aber alle Kraft reingelegt. Das Kraftpaket vom Kölner SC, der ja zu Düsseldorf bei EG wechseln möchte. 1:0. Also, alles geht bisher nach Plan. Man hat die Anfangsphase ohne Gegentor überstanden und einen der Konter zum 1:0 genutzt. Eishockeyherz, was willst du mehr? Herr Holtkreis, das war auch nicht ungefährlich. Thiemer kann genauso hart schießen. Er war draußen. Ja, das gibt Abseits. Sie sehen es, entspanntere Mienen auf der deutschen Bank, bei den Spielern jedenfalls. Stavonsen hochkonzentriert und auf der anderen Seite Pavel Wohl mit seinem Assistenten, mit Stanislav Nebeželi. Franz, Unsicherheit erneut bei Hašek. Schön gestoppt von Hiemer. Die Deutschen versuchen jetzt, die Verunsicherung der Tschechoslowaken auszunutzen und müssen dabei aufpassen, dass sie nicht zu offensiv werden. Obreza. Schäber, Kron, Janetski heißt die Sturmformation der CSSR, zwei neue und der routinierte Schäber. Deutschland hält gegen mit der Holzmann-Reihe und Uli Hiemer. Roy Röttger. Knapp 7 Minuten noch im ersten Drittel. 1:0 durch das Tor von Didi Hegen. Ron Fischer. Tiefes Loch. Glück, dass dieser Schuss von Jiří Kučera aus Pilsen nicht das Ziel fand. Auch das war gefährlich, was Dreiseitel da gemacht hat. Niederberger. Dreiseitel hat sich nochmal im Poker kämpft. Und sofort sind wieder 4 Mann zurück und vorgecheckt und Abseitsstellung. Naja, korrekter Check an Jiří Kučera, kann es nicht fassen. War in Wien schon dabei, macht seine zweite Weltmeisterschaft hier.
Deutschland, Deutschland rufe im weiten Rund. Wagner und Schmidt und Friesen. Alle waren sie wieder in der eigenen Zone. Das ist gefährlich. Haschak, Latte, Latte. Der Puck geht an die Latte. Ja, Glück gehört auch dazu. Oh, Haschak, Otto Haschak. Der Neuling aus Trentschin. Genau an die Latte. Eine späte internationale Karriere. Ah, ans Lattenkreuz sogar. Schon 25 der Haschak und kommt jetzt erst zu seiner ersten Weltmeisterschaft. Spielt schon 6 Jahre in der tschechoslowakischen Liga. Aber es bleibt beim 1:0 für die deutsche Mannschaft. Sehen Sie hier eingeblendet, 14 Minuten 37 Sekunden gespielt. Also noch gut 5 Minuten im ersten Abschnitt. Und rhythmisches Klatschen bei den knapp 10.000 in der Globe Arena. Udo Kiesling hart gecheckt, hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Wir blicken auf ihn, während der Puck auf der anderen Seite ist. Können Sie jetzt nicht im Bild sehen. Udo Kiesling hat wohl Ärger erwischt, aber wir konzentrieren uns zunächst aufs Spiel. Didi Hegen. Abseits. An der Bande. Hier sehen Sie es, Udo Kiesling zusammengebrochen. Oh Gott, hoffentlich ist da nichts passiert. Es wäre ein harter Schlag für die deutsche Mannschaft, wenn der Rekordnationalspieler, der Kapitän ausfiele. Der Udo Kiesling, der ist ja ein Mann, der was nehmen kann, der austeilt, einstecken kann. Ja, jetzt muss man ihn anfeuern. Es ist richtig, was die deutschen Zuschauer da machen mit Udo. Udo, obwohl, naja, in so einer Situation, ob es hilft. Professor Hipp, der grauhaarige Herr mit der Brille, da zwischen den Spielern. Wird ihn sicherlich gleich behandeln. Der Physiotherapeut Wilhelm Güntner ist bei ihm. Das alles nach 15 Minuten und 17 Sekunden. Oh, jetzt können wir nur noch die Daumen drücken für Udo Kiesling. Hat er gerade sein Jubiläumsspiel in Frankfurt gegen die Kanadier beim überraschenden 4:2 bestritten. Ist hier bei seiner 13. Weltmeisterschaft im Prinzip ja ein ganz verletzungsunanfälliger Spieler. Diesem Jahr hat er allerdings ein bisschen Pech, hat sich ja schon beim Deutschlandcup in Stuttgart mal verletzt, fiel danach einige Zeit aus. Udo macht bloß weiter. Das sieht so aus, als könnte er in Kürze wieder eingesetzt werden. So, Spiel geht jetzt weiter, während Udo Kiesling immer noch behandelt wird. Das hätte man mal pfeifen können, diese Attacke von František Prochazka. Aber Schiedsrichter Vöglin möchte offensichtlich ohne Strafzeiten über das erste Drittel kommen. Diemer, schön gemacht und Didi Hegen war schon in der gegnerischen Zone, dadurch abseits. Ja, die Schiedsrichter sind noch einmal in einer zweitägigen Klausur eingeschworen worden, hart durchzugreifen, dem Turnier von Anfang an alle Härten zu nehmen. Aber bisher war es ja auch sehr fair und auch der Check an Udo Kiesling war nicht ahndungswürdig, jedenfalls aus der Sicht von Schiedsrichter Vöglin. Auch von hier oben war eigentlich zu erkennen, dass ein korrekter Bodycheck war. Kreis und Hiemer
im Moment die Verteidiger und der Holzmann Sturm. Auch das klare Abseitsstellung, 2-3 Meter, der Linksaußen, der Tschechoslowakei, der eigentlich Center spielt, Rusička, der Kapitän. Was sagen Sie, ist viel zu früh gestartet. Also immer noch 1-0 für die deutsche Mannschaft, 4 Minuten noch im ersten Drittel, das Torschuss, Didi Hegen in der 12. Minute. Da lauerten sie gerade zu einer neutralen Zone drauf. Diemer, hoher Stock von Schorsch Holzmann. Vorsicht, Vorsicht, nicht provozieren lassen. Holzmann, der ein so vorbildlicher Kämpfer geworden ist, früher ja ein zorniger junger Mann war, aber inzwischen abgeklärt und eigentlich ein sehr, sehr wertvoller Nationalspieler geworden im Laufe der Jahre. Hier ist der Kapitän des BSC Preußen Berlin. Ron Fischer hat jetzt vorübergehend die Verteidigerposition von Udo Kiessling, der immer noch nicht eingesetzt wird, übernommen. Verteidigt im ersten Block mit Andi Niederberger. Ich habe meine gemischte Formation aufgeboten. Gerd Runschke spielt in 2 Formationen. 3,5 Minuten noch im ersten Drittel. Kleinere Rangeleien, aber immer noch keine Strafzeit. Jetzt wieder dieses Clap Your Hands von der elektronischen Anzeigentafel auf die Zuschauerränge übertragen. Und das Publikum reagiert. Da ist Ron Fischer vom deutschen Meister SB Rosenheim. Peter Dreiseite, brillanter Techniker. Röttger korrekt abgefangen. Walek. Trunschka jetzt also zwischen Röttger und Dreiseite. Jetzt Gerd Trunschka. Abseits. Ganz knapp, aber doch. Peter Dreiseite, der gebürtige Tschechoslowake, der sich in Mannheim so toll entwickelt hat unter Trainer Lenek. Als junger Mann mit seinen Eltern geflüchtet. Dann schon als 16-Jähriger hat er am Bundesliga-Training teilgenommen. Und inzwischen ist nicht wegzudenken aus der Mannschaft des Mannheimer ERC. Udo Kiessling sahen Sie kurz, der offensichtlich sich bereit macht, um wieder eingesetzt zu werden. Schöne Abwehr von Karl Friesen. Da zischt die Scheibe kreuz und quer vor dem deutschen Tor hin und her. Immer wieder die knallharten körperlichen Attacken der Tschechoslowaken. Mike Schmidt. Haben sie einige Schwierigkeiten, die deutschen Spieler. Wenn die Tschechen so weit nach vorn kommen. Aber bisher ist ja nichts passiert. Noch 2 Minuten im ersten Drittel. Rusička. Ziegel. Und Bulli entscheidet Schiedsrichter Völklin, der sehr unauffällig leitet, nur das Wesentlichste pfeift. Und nach wie vor ohne Strafzeiten auskommt.
ist wieder da. Udo Kiesling ist wieder da. Diese frohe Kunde kann ich den deutschen Eishockey-Freunden machen. Genauso frohe Kunde, dass es 1:0 steht. Auch das war abseits. Udo Kiesling in seiner ersten Aktion, und da wird er gleich wieder zu Boden gebracht, diesmal von Leo Gudas. Oh, diese Rückkehr von Udo Kiesling ins Team, die ist kolossal wichtig. Schon aus psychologischen Gründen. Also so ein 1:0 nach 20 Minuten, das wäre schon nach unserem Geschmack. Ja, eine taktische Glanzleistung der deutschen Mannschaft. Nur auf Konter aus, hier wieder Didi Hegen. Gerade so Hasek vor ihm an der Scheibe. Letzte Minute im ersten Drittel ist angesagt. Diesmal also konnte, hier sehen wir es nochmal in der Zeitlupe, Hegen Hasek nicht überwinden, obwohl er zuerst am Puck war. Also Hasek, der Mann aus Pardubitz vom Meister der GSSR, benötigte einiges Glück. GSSR ja mit einer riesen Torhüter-Tradition, Holecek, Churila. Und Hasek gilt eigentlich als der potenzielle Nachfolger der Stars früherer Tage. Immer wieder Fehlpässe der GSSR. Schäber. Oh, der ist sehr frei. Friesen. Zwei Mann kommen zur Hilfe. Das war Scherban, der da diese Chance verpasste. Gegenzug der deutschen Mannschaft. Noch 13 Sekunden im ersten Drittel. Wieder Schäber. Schatten früherer Tage. Und 4 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts ist das Spiel noch einmal unterbrochen. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen, jedenfalls im ersten Drittel nicht. Also die deutsche Mannschaft hat ein Wunschresultat erzielt. Ist nach 11 Minuten 58 Sekunden durch Didi Hegen in Führung gegangen. Mit seinem knallharten Schuss hat er Dominik Hasek überwunden. 1:0 für das Team von... Die Art und Weise, in der sich Udo Kiesling da eben einsetzte, zeigt, dass er wieder fit zu sein scheint. Alles noch ein bisschen schwierig hier, die Banden relativ hoch. Es ist heute die Eishockey-Premiere in dieser Halle, die im Februar eingeweiht wurde. Erfolgreich die Störversuche der deutschen Mannschaft. Harold Kreis. Brandt. Obreza. Holzmann. Schön gemacht. Letzten Moment zunächst einmal gestört von Proaska. Jetzt muss Obreza mit zurück, sonst gibt es ein 3:2 Überzahlverhältnis. Weggerutscht ist Tahima. Ungefährliche Situation vorm Tor von Karl Frieden. Schäber. Holzmann. Schön.
Schön gemacht, auch dieser Pass auf Schorsch Brandt, vom Rosenheimer Außenstürmer. Udo Kiesling. Korrekter Check von Ron Fischer, trotzdem immer noch Walek. Gefährliche Situation heraufbeschworen durch Kutschera. Knapp 3 Minuten gespielt. Im zweiten Drittel 1:0 für die Deutschen, die aufpassen müssen. Röttger, Fischer. Verliert die Scheibe an Flach. Jetzt wieder 3 gegen 2. Vorsicht, flach. Friesen. Kann abwehren. Kutschera. Tschechner mit ein bisschen viel Spielraum, wie auch hier wieder. Und Friesen in höchster Not gegen Walek. Hašek mit einigen Unsicherheiten im ersten Drittel. Berwanger. Dolleschal. Sie schießen viel, die Tschechoslowaken, aber bisher zum Glück für die Deutschen relativ unplatziert. Oder aber Friesen konnte halten. Läuft schon lange durch. Wenn man sie laufen lässt, dann sind sie alle technisch perfekt. Das weiß man von Jesse Wagner. Und wieder eine Glanzparade, eine Blitzreaktion von Friesen beim Schuss von Jelinek. Aber dass es überhaupt zu diesen Chancen kommt, das ist bedrohlich. Da muss man wieder enger an den Mann gehen, so wie hier an der Bande. Knapp 4,5 Minuten im zweiten Abschnitt und 1:0 nach wie vor für die Deutschen. Inzwischen ist Herbert Watteroth aus der deutschen Kabine zurückgekehrt und Udo Kiesling ist durch den Ellbogencheck lange Zeit die Luft weggeblieben, aber jetzt ist er wieder voll dabei. Also alles in Ordnung, 1:0 steht's. Erste deutsche Formation, Frunschka, Torschütze Hegen, man lässt die CSSR kommen, wartet an der blauen Linie. Sehr schwer sich da zu befreien. Frunschka, wenn er ein Solo gewinnen könnte, am ehesten dazu in der Lage. Steiger, Hegen. Das sind die Kombinationen, die man von den Kölnern kennt. Beinahe geglückt. Rusitschka. Jetzt 2 Deutsche gegen einen Tschechoslowaken. Trunschka hat es alleine gemacht. Steiger war in guter Position. Hegen, Kiesling und abgeprallt. Und gerade noch Hašek da. Dann brutaler Einsatz gegen Trunschka, dem das auch wehgetan hat, dieser Check von Bacha, Jagus Bacha aus Kosice. Hier sehen Sie es nochmal. Aber das ist beim Eishockey erlaubt. Auch das ein korrekter Bodycheck. Obreza, Holtmann und Franz und Kreis. Sicht versperrt für Hašek. Kein unerlaubter Waldschuss wird angezeigt. Das muss Hašek herauskommen und Kreis.
aber dies ist Icing. Die Tschechoslowakei in einem riesen Umbruch. Zwischen 14 Spieler in der National Hockey League in Nordamerika, in der Profiliga. Dieser Adales ist schwer zu ersetzen. Dennoch kann man natürlich einen ganz anderen Reservoir schätzen als hier in der Bundesliga. Krohn. Fällt mir gut. Ist ein sehr mutiger, risikofreudiger Mittelstürmer. Bisher aber auch glänzend bewacht von den deutschen Abwehrspielern. Jetzt Krohn wieder. An der Scheibe kann er fast alles. Schauen Sie da, alle an der blauen Linie. 5 deutsche Spieler, deshalb nur dieser Verlegenheitsschuss, aber dadurch sind sie immerhin in die Zone gekommen. Schäber. Scherban. Die deutsche Mannschaft bisher mit dem Glück des Tüchtigen. Fliegender Wechsel auf beiden Seiten. Konterchance für Röttger. Kanstaviana. Walek. Immer noch Walek. Schirmen Sie das Tor von Karl Friesen ab. Sehr geschickt, wie das bisher bei der deutschen Mannschaft praktiziert wird. Peter Dreiseite. Gleichen sich bisher. Die CSSR rennt an und die Deutschen mit ihrer Defensivtaktik bislang erfolgreich. Ron Fischer. Vor dessen Körpereinsatz haben sie sowieso Respekt. Schützlinge von Pavel Bohl. Manfred Ahne. Gefährliche Situation ist diesen Schuss von Dolischal. Strafe ist angezeigt gegen die deutsche Mannschaft. Soldacek hat den Kasten verlassen. Und es gibt also die erste Strafe in diesem Spiel gegen die Bundesrepublik Deutschland nach 28 Minuten und 37 Sekunden. Der Sünder ist Axel Kammerer, der Berliner, der gebürtige Tölzer, der vorher in Rosenheim spielte. Also bisher die kritischste Phase, das 1:0 über die Runden zu bringen, was ja im Eishockey sowieso sehr, sehr schwer ist. Die Deutschen lassen sich Zeit beim Wechsel, haben nochmal Mix, aber Unsinn, die Unterzahlformation besprochen, Kreis kommt. Thiemer, Steiger und Tronschka. Das sind die 4. Und auf der anderen Seite Kapitän Rusitschka mit seiner Linie, mit Vitek und mit Sieger. Saviana. Überzahl, eine Stärke der Tschechoslowakei, überhaupt von technisch guten Mannschaften. Steiger hat den Puck weggebracht. Weitschüsse sind jetzt erlaubt. Das ist die Chance für die Mannschaft in Unterzahl. Rusitschka. Ist ja blatt geblieben, der Kapitän der Tschechoslowakei.
Unerlaubter Weitschuss, zwei Überzahl, das spricht nicht gerade für das Nervenkostüm der Männer aus der GSSR, aus Pardubice, Trenčín und Prag. Die Mannschaft aus insgesamt 10 Vereinen gebildet, aber die drei überragenden Teams der Playoffs sind hier auch am meisten vertreten. Das ist Dr. Pavel Wohl, der Meistermacher aus Rosenheim, hat ein schweres Erbe angetreten. Schießling, Niederberger, Krunschka und Heg. Also Krunschka immer noch drauf. Und wieder ist die Scheibe heraus. Also das ist nicht gerade erste Sahne, was die Tschechoslowaken da bisher praktizieren. Aber jetzt hat ein deutscher Spieler den Stock verloren. Ja, das sind im Moment nur noch drei. Aber jetzt geht's wieder. Er hat ihn wieder. Ein Fehlpass nach dem anderen bei den Männern in Rot. Die Zeit läuft für die deutsche Mannschaft. Noch 10 Sekunden muss Axel Kammerer auf der Strafbank sitzen. Josh Holzmann. Es ist einer für ein Solo. Und Kammerer ist wieder da. Mit Franz jetzt. Die GSSR ist verunsichert und die Deutschen spüren das. Sie setzen nach. Wieder ein unerlaubter Weitschuss. Wieder Konfusion in der tschechoslowakischen Abwehr. Also man soll ja nichts beschreien, aber diese Mannschaft ist auch heute zu packen. Sie ist nicht in der Form, in der man schon 6-mal den Weltmeistertitel gewann. Aber es ist natürlich ein Verdienst der bisher so disziplinierten Spielweise unseres Teams, dass jetzt Bulli vor dem gegnerischen Tor mit Holzmann hat. Obreza. Mit Wale, Kutschera und Flach, mit der Reihe aus drei verschiedenen Vereinen. Von Lehima, Schorsch Franz, da fehlten nur Zentimeter, dann wäre er vorbei gewesen. Eine Raufeinlage und es gibt eine Strafe für beide, wenn ich das richtig deute. Die Geste von Schiedsrichter Füchs, den Lehima auf deutscher Seite und Guders für die GSSR. Also jetzt gibt es doch einige Strafzeiten, aber man kann nicht sagen, dass das Spiel unfairer geworden ist. Lediglich die Hektik hat ein bisschen zugenommen. Gegen 4 in den nächsten 2 Minuten. Aschak, abseits. Man hat den Eindruck, dass es der deutschen Mannschaft, hier sehen Sie Guders, denn 23-jährigen Verteidiger von Sparta Prag, dass der deutschen Mannschaft gelungen ist, durch ihre konzentrierte Defensivspielweise im ersten Drittel den Tschechoslowaken ein bisschen den Zahn zu ziehen, denn im Augenblick fällt den Männern von Pavel Wohl nur sehr, sehr wenig ein. Aber Vorsicht ist immer geboten.
Und wieder eine Strafe, diesmal gegen Roy Röttger. Jawohl, wegen Hakens, war gut zu sehen. Das wird gefährlich. Stavonen sagt immer, man kann ein Spiel nicht von der Strafbank gewinnen. Im ersten Drittel absolut astreine Bilanz. Jetzt Thiemer, Röttger, Kamera vorher. Gegen 3. 1:0 für die deutsche Mannschaft. Und wieder Gerd Tronschka mit dabei bei diesen Dreien. Staviana, Scherban. So ist Karl Friesen zum Glück nicht zu bezwingen. Und der erste Ansturm ist vorbei. Kiesling, Niederberger, Tronschka. Drei erfahrene Männer stemmen sich gegen die Tschechoslowaken. Scherban, Staviana, sich versperrt und ein Tor. Tor für die Tschechoslowakei durch Kapitän Ružička. 1:1, ein Abpraller, bisschen unglücklich, für Friesen schwer zu halten, schon der erste Schuss. Da standen sie alle vor ihm und dann konnte Ružička quasi abstauben. Also 1:1 und es musste passieren, jetzt bei diesem Unterzahlspiel, hier sehen Sie es nochmal, Ružička staubt ab. Kein Vorwurf an Karl Fried. Mächtiger Schlagschuss. Und dann Ružička. Fast wäre er noch dran gewesen, der Karl Friesen. Aber hat bisher so tadellos gehalten, ist ein so guter Rückhalt, dass man eigentlich auch für den Rest des Spiels darauf vertrauen kann, dass dieses Tor bei ihm persönlich keine Folgen hat. Deutsche Mannschaft wieder mit vier Spielern durch dieses Tor. 4-4. Hegen. Oh, da kann er fast bis ins Tor laufen. Da haben die Tschechoslowaken mit einem Abspiel gerechnet. Und dann hätte der schlitzohrige Didi fast ein Tor gemacht. Also 1:1 nach 32 Minuten 48 Sekunden. Die Deutschen wären gut beraten, wenn sie bei ihrer Linie blieben, wenn sie nach wie vor die Tschechoslowaken kommen ließen und versuchten dann zu kontern, so wie das bisher immerhin schon über die Hälfte des Spiels gut funktioniert hat. Aber da die Deutschen Scheiben besetzt kamen, nicht gepfiffen, sondern nur angezeigt. Bei der Tschechoslowakei flach. Beide Mannschaften jetzt wieder komplett. Also wieder 5 gegen 5. Es ist sicherlich für die Zuschauer kein so sehr attraktives Spiel, aber bisher effektiv von der deutschen Mannschaft. Nur einen Fehler gemacht und fast hier das 2:1 für die Tschechoslowakei. Friesen einmal mehr Sieger im Duell mit Dolejšal, dem Prager. Holzmann. Das ist so eine dieser Kontermöglichkeiten. Und Franz hat das ja in der Bundesliga häufig aus Situationen wie diesen zum Torerfolg gebracht. Friesen mit einer Glanztat, aber die Tschechoslowaken, sie kommen jetzt zu frei zum Schuss. Zu frei zum Schuss. Hašák
mit dem 2:1 ab dem Schläger. Das ist jetzt eine kritische Phase, noch knapp 5 Minuten im zweiten Drittel. Sollte der GSSR-Mannschaft ein zweites Tor gelingen, was hier in der Zeitlupenwiederholung förmlich in der Luft lag, dann könnte diese Mannschaft in einen spielerischen Rhythmus kommen, den bisher die Mannschaft um Xaver Unsinn verhindert hat. Sehr viele unerlaubte Befreiungsschläge auf beiden Seiten. Auch Indiz dafür, dass häufig die Verteidigungsspieler keine Anspielposition finden und dann, ehe sie ein Risiko eingehen, lieber die Scheibe wegschlagen. Auf beiden Seiten wohlgemerkt. Sie sehen, wie man da die GSR-Spieler aufmuntert auf der Bank. Beim Training konnte man die Beobachtung machen, dass selten eine Tschechoslowakei-Mannschaft mit so viel Elan schon trainierte. GSR, die ja eigentlich immer ein bisschen puckverliebt ist, lieber spielt als arbeitet, aber jetzt hier besser wird in diesem Spiel gegen die deutsche Mannschaft. Zwitek. Fliegende Kombinationen und verzeiht ist nur Friesen in der Lage da, sich gegenzustemmen. Rusitschka! Nicht zu fassen, was da für Szenen sich im Moment vor dem deutschen Tor abspielen. Friesen und Niederberger. Oh, da muss man mal die Luft anhalten. Rusitschka und Zwitek haben ihr ganzes Können gezeigt. Oh, Niederberger wirft ihn auf die Scheibe und gibt sie Karl Friesen. Das wäre gefährlich. Aber es ist gut gegangen und meist gewinnt am Schluss die Mannschaft, die dann auch während des Spiels mehr Glück hatte, weil sie erfolgreich gekämpft hat. 1:1. Aber ich habe so das Gefühl, die Deutschen brauchen jetzt die zweite, dritte Pause ganz, ganz dringend. Noch 4 Minuten. Fehler wie diese, das ist es doch. Oh, Pfostenschuss von Markus Beerwanger. Und Karl Friesen rechtzeitig heraus. Ja, Pfostenschuss von Markus Beerwanger. Und das in einer Phase, in der die Czechoslowaken im zweiten Tor so nah waren und dann das Tor für die Deutschen. Das Tor für die deutsche Mannschaft. Das 2:1. Axel Kammerer, der Berliner, er hat es erzählt. Axel Kammerer mit dem Schuss unter die Latte. Ha! Hasek hat erneut das Nachsehen. Prima gemacht. Zunächst Ahne hier, der Querpass und dann Kammerer ins lange Eck. Wirklich in eine Phase hinein, in der man fürchten musste, jeden Augenblick fällt das 2:1 für die Tschechoslowakei. Und dann dieses Tor von Kammerer. Und da strahlt er, der Sunnyboy in der deutschen Mannschaft und hat allen Grund dazu. Och, war das ein wichtiges Tor. Abseits. Ja, diese Reihe mit Ahne, Beerwanger und Kammerer, die macht ja schon in den Vorbereitungsspielen Furore. Und kann heute mit diesem Torschuss von Axel Kammerer, der auch gegen die Sowjets traf, kann diese Form bestätigen. Die Ausgeglichenheit im deutschen Team, vielleicht eine Stärke in diesem Jahr. Also die Deutschen sind wieder in Führung gegangen nach 36 Minuten und 35 Sekunden. Und nun rühren sich auch die Zuschauer im weiten Rund wieder ein bisschen mehr. Stimmungsmäßig kein großes Match, aber stört uns überhaupt nicht, solange die Deutschen führen.
hochgerutscht wieder, ne? Alles, ne? So, hier ja, so, ja. Ja. Noch knapp 3 Minuten im Mitteldrittel. Und wie ein Tiger im Käfig, so läuft Pavel Wohl schon während der gesamten Partie hin und her. Der promovierte Eishockeylehrer. Friesen wie immer sparsam in seinen Bewegungen, aber genau im richtigen Moment stets zur Stelle. Das ist das Ergebnis von Calgary, aber hier ist ja noch so furchtbar lange zu spielen. Noch ein ganzes Drittel und im zweiten sogar noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Wichtig, dass Udo Kiesling wieder ganz fit ist. Eine vollwertige Kraft seit Beginn dieser 20 Minuten. Und Trunschka, der Bulli gewonnen hat, derjenige, der am meisten auf dem Eis war, bei der Auswahl des deutschen Eishockeybundes. Nochmal so ein Fehler, Trunschka, jetzt muss es doch klappen. Tor! Gerd Trunschka, gerade habe ich ihn angesprochen, profitiert von diesem kapitalen Abwehrfehler bei der Tschechoslowakei und erzielt das 3:1. 37 Minuten, 33 Sekunden gespielt. Gerd Trunschka in seinem 155. Länderspiel kommt er zu seinem 39. Treffer. Mitgelaufen war Steiger, aber Trunschka macht es alleine durch die Beine von Hasek hindurch, der wirklich ein bisschen unglücklich auch in dieser Szene wirkt. Aber was soll man machen, wenn man da ganz allein den Spieler vor sich hat? Gut, dass der junge Verteidiger aus Prag war derjenige, der so kapital gepatzt hat. Da zeigt sich eben, was internationale Erfahrung wert ist. 3:1 für die Deutschen. Wer hätte das gedacht, nachdem das Spiel zu kippen drohte? Aber nun sieht natürlich alles wieder rosiger aus. Ganz rosig sogar. Rosicka. Schwach der Rosicka. Muss er noch auch viel mehr draus machen. Hat der Kreis vor sich und auf der anderen Seite war Svitek mitgelaufen und er versuchte es allein. Zum Glück für die Deutschen allein, aber vergeblich. Nochmal Rusitschka, immer wieder mit dem Stock dann auch da, Karl Friesen. Das, was ich vorhin sagte, dass er sich durch das Tor nicht nervös machen lässt, das hat sich bisher gezeigt. Aber Achtung, Svitek. Dieser Karl Friesen ist wirklich ein Weltklasse-Mann. In Kanada absolut verkannt, der Rosenheimer. Vielleicht, weil er nicht effekthascherisch spielt, weil er nicht für die Galerie spielt, was man in Kanada mag. Aber ein Mann mit solchen Reflexen hat auch die NHL nur ganz wenige. Sehen die Zeit eingeblendet, noch knapp 2 Minuten im zweiten Drittel. Sichert die Scheibe. Enormer Kampfgeist auf beiden Seiten. Kwaska. Immer noch die Scheibe drin. Trunschka ohne Stock zurzeit. Muss schnell an der Deutschen Bank vorbeifahren. Und die letzte Minute im zweiten Drittel.
Rusitschka jetzt schon 2-3 Minuten hintereinander auf dem Eis, der Kapitän der GSSR. Shaber hat man kaum gesehen. Jetzt muss die Scheibe mal wieder raus. Schäber. Und scheitert einmal mehr an Karl Friesen. Hier sehen Sie die Szene. Schäber und Friesen macht dicht. Noch 25 Sekunden im zweiten Abschnitt. Die deutsche Mannschaft führt mit 3:1 und hatte nur einen kleinen Durchhänger nach dem Ausgleichstreffer und rappelte sich dann wieder auf, als Axel Kammerer das 2:1 schoss. Da wurden die Tschechoslowaken wieder so nervös, dass Gudas ein verhängnisvoller Fehler unterlief. Routinier Trunschka, der ja hier bereits seine 6. Weltmeisterschaft bestreitet. Der Kölner, der nach Düsseldorf geht, bestrafte das mit dem 3:1 für Deutschland. Holzmann. Oh, klasse gemacht von Hima, Fischer. Oh, nochmal Riesenchance für die deutsche Mannschaft. Das hätte fast noch das 4:1 sein können. Wenige Sekunden vor Schluss dieses zweiten Drittels, das so positiv für die Deutschen verlaufen ist. Aber auch so, 3:1 im zweiten Abschnitt. Treffer von Rusitschka auf deutscher Seite, Kamera und Trunschka. Beide erste Reihen, also die Trunschka-Reihe gegen die Rusitschka-Reihe. Abseits, weil Gertrunschka erfolgreich gestört hat in der blauen Linie, dadurch den Gegner gezwungen, zu früh in die deutsche Zone zu fahren. In der GSSR hat es ja auch von der Struktur her einen großen Umbruch gegeben. Die Spieler werden jetzt offiziell bezahlt und verdienen so durchschnittlich das Fünffache eines Normalbürgers. Man will damit den Aderlass ein bisschen aufzuhalten versuchen. Und wiederum abseits. Ja, die vielen Abwanderungen in die NHL damit eindämmen, aber es gab hier vorher ein Formular, das verteilt wurde, wo alle Spieler ihre persönlichen Zukunftswünsche äußern konnten. Und interessant bei der GSSR dabei zu sehen, dass die Erringung des Weltmeistertitels eigentlich nur an zweiter Stelle bei den Spielern stand. Ein Wechsel in die National Hockey League, das ist das erklärte Ziel der Männer aus der GSSR. Obreza. Hašek immer ein bisschen spät reagierend. Längst nicht so sicher wie auf der anderen Seite Karl Friesen. An der Bande müssen die Zweikämpfe gewonnen werden, wie hier Franz. Selbstbewusstsein innerhalb der deutschen Mannschaft müsste eigentlich gestärkt worden sein durch diesen schönen Vorsprung, durch das 3:1. Hier blockiert die Scheibe, aber Nachschussmöglichkeit für Kadlec. Einer kämpft für den anderen. Das sieht schon gut aus, wie hier Uli Hima im Fall noch herübergibt zu seinem Verteidigungspartner, zu Herold Kreis.
können die deutschen Spiele gegen die Giganten des Eishockeys gewinnen. Nicht indem man mitzuspielen versucht, sondern indem man sich ganz allein auf Konter verlässt und hinten dicht macht. Wird ja spät gepfiffen, seit einigen Jahren, wenn die Scheibe eingeklemmt ist, wirklich erst, bis sie gar nicht mehr spielbar ist, dann kommt der Pfiff, man will damit die Schnelligkeit dieses ohnehin schnellsten Mannschaftsspiels noch erhöhen. Schauen Sie sich mal Pavel Wohls Gesicht an. Ganz schüchterne CSR-Dotto-Rufe von den Rängen. Ist zwar eine optische Überlegenheit der Männer in Rot, aber es ist auch in der Anfangsphase dieses Drittels bisher nicht viel dabei herausgekommen. 2,5 Minuten sind schon wieder gespielt. Die Tschechen haben genauso Schwierigkeiten beim Aufbau, wenn die Deutschen früh rangehen wie Roeratzka eben in dieser Szene. Trunschka. Abseits. Sehen, Roeratzka drüben war schon in der gegnerischen Zone. Deshalb der Abseits. Ich glaube, jetzt ist es genauso wichtig wie am Anfang, dass kein frühes Tor fällt. Kamera. Der Schütze zum 2:1. Unerlaubter Weitschuss. Die Deutschen natürlich jetzt in dieser Phase allein darauf aus, das Spiel des Gegners zu zerstören. Das ist haargenau richtig. Die Uhr läuft unerbittlich gegen die CSSR. Strafe ist angezeigt von Schiedsrichter Vöglin und Tor 3:2. Oh. Torschuss zum 3:2. Der junge Bastian war der Torschütze. War eine Strafe angezeigt, dadurch vielleicht einen kleinen Moment Verwirrung in der Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Alle schaute zu Schiedsrichter Vöglin. Drüben der Torhüter Hašek hat es gar nicht mitbekommen, ist deshalb auch nicht aus seinem Tor gelaufen. Hier sehen Sie die erhobene Hand und dann Bascha. Der Mann aus Kosice bei seinem ersten Weltmeisterschaftseinsatz zum 2:3. Jetzt wird es eng. Das Ganze passiert in der 44. Minute. Jetzt müssen unsere Männer nochmal alles bringen, die letzten Kräfte mobilisieren, aber das Ganze 17 Minuten lang fast. Fehler von Karl Friesen. Glück hat er gehabt, dass Schäber da nicht mehr draus gemacht hat. Trunschka und Hegen war noch im gegnerischen Drittel. Dadurch abseits. Es wird sehr, sehr schnell gewechselt bei beiden Mannschaften. Wechselrhythmus so um die 30 Sekunden. Halle ist sehr warm. Das Spiel hat Kraft gekostet. Man wird noch viel mehr brauchen. Der Breza. Gefährliche Situation und Friesen sieht den Puck nicht.
Oh, da waren Sie vorhin aufgetaucht, Walek und auch Jelinek. Immer und Karl Briesen sichert die Scheibe. Da muss man jetzt häufig den Atem anhalten bei diesen Angriffswellen geradezu der CSSR-Puck-Künstler. Janetzki hat da wohl etwas abbekommen. Der Mann vom Meister Pardubitz hat wohl einen Zahn verloren. Aber die Eishockeyspieler sind alle hart im Nehmen. Brennt jetzt lichterloh vor dem deutschen Tor. Viele, viele Male. Aber an Einsatzwillen lassen sie sich alle nicht übertreffen. Immer wieder unser banger Blick auf die Uhr. Noch 15 Minuten und 3 Sekunden. 3:2. Hauchdünn der Vorsprung für die deutsche Mannschaft. Abseits. Scheibe war aus dem Drittel heraus, über die blaue Linie. Zeit für die deutschen Spieler, sie wenigstens ein bisschen zu erholen und auch nochmal zu wechseln. Niederberger Trunschka absolvieren nach wie vor Doppelschichten. Gewinnen jetzt mehr Zweikämpfe, das ist das Gefährliche. Aber dann Udo Kiesling dazwischen bei diesem Schuss von Sieger. Steiger versucht zu blockieren. Achtung, Husitschka. Oh, 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 oh. Das man gut geht. Wieder Husitschka. Und klasse, Udo Kiesling bleibt Sieger im Zweikampf. Peter Obreza. Ist ja einer, der die Scheibe mal halten kann, für Entlastungsangriffe sorgen kann. Die sind jetzt bitter nötig. Noch 14 Minuten. Weiß. Deutschen Stürmer wagen kaum noch nachzurücken, profitieren dann aber wieder von einem der vielen Fehlpässe in der CSSR-Abwehr. Verteidigung zweifellos der Schwachpunkt, da sind auch die meisten Neulinge von Pavel Wohls Mannschaft zu finden. Kreis. Holzmann bringt die Scheibe raus, Franz mit Obreza. Hinten jetzt Thiemer und Kreis. Und Center Holzmann sichert noch zusätzlich ab. Ein Kampf auf Biegen und Brechen. Foul von Schorsch Holzmann. Hoher Stock ist gepfiffen worden. Holzmann meint, es war unabsichtlich, aber das nutzt nicht. Gibt 2 Minuten. Und hoher Stock ist was Gefährliches, wenn man den Stock so quasi als Waffe benutzt. Da sehen Sie es. An den Kopf des Gegners. Aber ich glaube dem Georg Holzmann, dass das wirklich unabsichtlich war. Beim Zweikampf
ging der Stock hoch, der Netzki, der Leidtragende. Aber, war ja vorhin schon gezeichnet und jetzt sieht er aus wie ein Boxer. Und hoffentlich gibt es nur eine 2-Minuten-Strafe für Holzmann. Jetzt 5 Minuten wegen Verletzung gäbe, das wäre bitter. Fünf Minuten. Eine bittere Pille für das deutsche Team. Das kann das ganze Spiel umwerfen. Und man muss sagen, dass diese Strafe vertretbar ist. So steht es in der Regel, beim Foul mit Verletzungsfolge, zudem beim Stockfoul, kann man ohne weiteres 5 Minuten geben. So unangenehm das im Augenblick für die deutsche Mannschaft ist. Das wird den ehrgeizigen Holzmann ärgern, dass ihm das unterlaufen ist. Vorhin bei 4 gegen 3, da schotten die GSSR-Männer das 1:1, also einen Treffer. Wollen wir sehen, was es jetzt bringt. Walek. Immer noch Walek. Vorm Tor Udo Kiesling. Gules. Kutschera. Kutschera. Gudas. Und super, wie sich Steiger da reingeworfen hat. Die erste Minute der Strafe von Holzmann ist verstrichen. Und jetzt sind die Soli von Trunschka wichtiger denn je, um ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Das werden noch lange Minuten. Rusitschka. Vitek. Und die Degen. Jetzt irgendwo hinfahren. Richtig. Klasse gemacht. Paul, jawohl. Oh, da hat aber der Schorsch Franz schön eine Strafe herausgeschunden förmlich, indem er da durchzubrechen versuchte. Und Dolle Schale protestiert gar nicht jetzt, sondern geht gleich freiwillig auf die Strafbank. Das war wichtig, dass man jetzt zumindest für einige Zeit mal wieder auch auf der gegnerischen Seite nur 4 Spieler vorfindet. Hier sehen Sie nochmal das Foul von Dolle Schale an Franz. Jerzy Dolleschal von Sparta Prag, eine Entdeckung der Titelkämpfe von Wien, als die deutsche Mannschaft 2:5 gegen die Tschechoslowakei verlor. Noch 3 Minuten 22, die Strafe für Holzmann, also nur 1:23 mehr als Dolleschal selbst auf der Bank sein muss. Zweikampfstark. Abseits. Gleich 2 Mann. Husitschka geht nur ganz selten vom Eis. So stark beschäftigt wie auf der anderen Seite Leute wie Kiesling und Trunschka. Noch 10 Minuten und 39 Sekunden insgesamt. 3:2 immer noch für die Deutschen. Hegen, Schmidt, Steiger und Franz. Kreis. Hegen, Franz, Kreis, Hiemer, das deutsche Quartett. Das jetzt wechselt. Braun Fischer kommt. Und
Und Fischer, kampfstark, sonst relativ unauffällig. Der Centerposition sicherlich nicht ganz glücklich. Aber er fügte sich in das insgesamt gute deutsche Ensemble nahtlos ein. Noch eine halbe Minute für Dolleschal, knapp zwei Minuten für Holzmann, die Strafe. Das ist Fischers Stärke, wie er da dazwischen gefahren ist. Und zunächst einmal dafür gesorgt hat, dass die Scheibe rauskommt. Nein, nein. Eine Schwalbe im Frühling hier in Stockholm. Und Bulli. Nur noch 6 Sekunden Gleichstand auf dem Eis, dann wieder mehr als eine Minute Überzahl der GSSR. Aber bisher ist ja nichts passiert. Dolleschal kann es gar nicht erwarten, wieder dabei zu sein. Früher ein Schützling von Pavel Wohl, der ja das Prager Eishockey erst wieder hoffähig gemacht hat, ehe er Nationalcoach wurde, Nachfolger von Janus Terpin. Hier sehen Sie einen Blick auf die Ränge, die doch ganz gut gefüllt sind mit 10.000 Zuschauern bei diesem Spiel. Hegen. Und jetzt die Tschechoslowakei komplett. 1 Minute 20 Unterzahl der deutschen Mannschaft. Kreis, Prima, Franz und Hegen. Karl Friesen, der Stoiker im Kasten der deutschen Mannschaft. Minuten, 11 Sekunden im Schlussabschnitt absolviert. Husitschka bei Überzahl der Center. Tor, da ist er drin. Tor, das Tor gilt. Jawohl, es gilt für die Tschechoslowakei. Am kurzen Eck lauerten sie und machten das 3:3. Und das jetzt noch bei Überzahl der Mannschaft aus der Tschechoslowakei. Scherban war nach vorn mit aufgerückt, der Verteidiger, und markiert den Treffer. Hier sehen Sie es noch einmal. Unglücklich für die deutsche Mannschaft, aber was soll's, man muss sich damit abfinden. Es steht 3:3 und Holzmann muss weiterhin auf der Bank sitzen bei einer 5-Minuten-Strafe. Das ist das Bittere zusätzlich. Hoffentlich verlieren die Deutschen jetzt nicht das Wasser aus der Kiepe. Die Aufholjacht der Rothemden hatte bisher Erfolg. Aber selbst ein Unentschieden wäre noch ein gutes Ergebnis. Was mag in ihm vorgehen? Ich sagte gerade vorhin, dass er inzwischen ein Muster an Disziplin ist, und dann passiert ihm das. Trunschka hilft mit aus und faul der Tschechoslowaken. 2 Minuten wegen Beinstellen. Das ist es, das kann der Gerd Trunschka, wenn er die Scheibe so elegant führt, dann kann man ihn manchmal nur noch mit einem Foul bremsen, selbst in der eigenen Verteidigungszone. Und dafür muss Cedo Zieger, der Benjamin, im Team der GSR 2 Minuten raus. Noch 8,5 Minuten, 3:3, unentschieden inzwischen. 4:4, aber in 41 Sekunden können sich die Deutschen wieder komplettieren. Dann ist Holzmann endlich wieder dabei, dann sind die langen 5 Minuten abgelaufen, die leider zu einem Tor geführt haben durch Scherban zum Ausgleich.
Steiger und Didi Hegg. So wartet man auf Holzmann. Jetzt die Deutschen komplett. Für 1 Minute 17 Sekunden, 5 gegen 4. Bloß nicht zu leichtsinnig werden und denken, dass da dann ein Treffer fallen muss. Also lieber das 3:3 sichern, als hier etwa ins offene Messer laufen. Wir sehen es, noch gut 7,5 Minuten. So hieß es zuletzt 1983 in München bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Als Endergebnis hat Erich Kühnacke, der unvergessene Altstar, noch für den Ausgleich sorgte. Deutschen mit der vierten Angriffsreihe, Wagner und Schmidt hinten, Ball 5 gegen 4. Man gibt also den Leistungsträgern mal eine kleine Pause, die sie auch wirklich verdient haben. Waren furchtbar viel auf dem Eis. Und die Rosenheimer haben sich ja bisher glänzend geschlagen. Auch Mike Schmidt, Bert Wagner, wenn sie drauf waren, haben sie ihre Sache gut gemacht. Hane. Noch 20 Sekunden, die Deutschen einen mehr. Scheide raus, Udo Kiesling muss sich beeilen. Und jetzt beide Mannschaften nach langer Zeit wieder komplett. 6,5 Minuten vor Schluss. Den verliert er das Sprintduell gegen Zieger. Runschka. Niederberger. Abseits. Ein messerscharfer Kampf, den die 10.000 hier in der Globe Arena erleben. Die letzten Reserven werden wirklich mobilisiert. Das neutrale Stockholmer Publikum nimmt das alles ganz gelassen. Klar, für sie zählt eigentlich die Weltmeisterschaft erst, wenn die Trekroners eingreifen. Die Schweden, der Titelverteidiger. Holzmann. Noch 5,5 Minuten. Die Deutschen spielen nach wie vor vorsichtig und das ist richtig. Wagen sich nur raus, wenn sie wirklich eine Chance wittern. Wieder wird gewechselt auf beiden Seiten. Chance für Bärwanger. Ein zerfahrenes Spiel jetzt in der Schlussphase, aber es kann den Deutschen nur recht sein, denn sonst könnte hier die CSSR sogar noch zum Siegtreffer kommen, obwohl man jetzt schon recht froh darüber ist. Sie sehen es hier,
dass man überhaupt aus dem 1:3 gegen den Angstgegner ein 3:3 gemacht hat. Ja, da wird es viele Diskussionen nach dem Spiel geben. Was wäre gewesen, wenn, ja, wenn Schorsch Holzmann nicht die 5 Minuten Strafe bekommen hätte? Kaum noch zusammenhängende Szenen. So als wären beide Mannschaften jetzt ganz froh mit dem Unentschieden. Diesmal haben die Rosenheimer Kreis und Hiemer hinter sich. Noch knapp 5 Minuten. Hane, Harry Kreis, der Mannheimer Kapitän. Abseits. Aufgehoben, weil der CSR-Spieler nicht eingegriffen hat. Axel Kamera. Da ist viel Bewegung in dieser Reihe. Die harmonieren wirklich sehr, sehr gut, Bärwanger, Arne und Kamera. Haben auch noch Luft. Friesen muss die Scheibe sichern, dadurch Bulli vor seinem Gehäuse. Noch 4 Minuten und eine Sekunde. Ich kann mir so richtig vorstellen, was da bei uns in der Saar. Ein bisschen sauer wird er schon sein, dass man diesen kostbaren Vorsprung nicht gerettet hat. Und vor allen Dingen, dass es nicht die überragende Spielweise etwa der Tschechen im letzten Drittel war, die zu den 2 Toren führte, sondern dass plötzlich die Disziplin ein bisschen nachließ. Und immerhin ist die CSSR bei 2 Strafzeiten der Deutschen zu Toren gekommen. Insgesamt muss man sagen, 8 Strafminuten, nein, das sind jetzt 5 gewesen, also 11 Strafminuten, 4 Strafzeiten. Das ist in so einem Match nicht schlimm, aber nochmal sei es gesagt, diese 5 Minuten von Schorsch Holzmann, die waren schon eine bittere Hypothek. Die letzten 3,5 Minuten. Wieder mit 4 Mann hinten. Franz. Rosenheimer in guter Form, muss man sagen. So eine deutsche Meisterschaft, die stimuliert doch enorm. Holzmann. Gerade ihm würde man es nun gönnen, wenn er die Vorarbeit leistet oder selbst noch ein Tor schießt. Viele, viele Zweikämpfe, viel Körperkontakt. Auch die CSSR ist darin besser geworden, aber hat nicht mehr die spielerische Linie früherer Jahre. Frönschka. Noch 2,5 Minuten. 3:3. Und das Spiel ist wieder unterbrochen. Pavel Wohl hat seine Doktorarbeit übrigens über die Reaktionsfähigkeit des Torhüters geschrieben. War er selbst ein Torhüter. Aber man muss sagen, dass Karl Friesen das Duell gegen Dominik Hašek ziemlich klar gewonnen hat.
gefährlich. Trunschka. Noch 2 Minuten. Und Udo Kiesling muss den Puck übers Eis schießen, weil Andreas Niederberger nicht anspielbar war. Normalerweise ein 3:3 gegen die Tschechoslowakei im ersten Spiel wirklich ein Erfolg, aber wir waren natürlich alle ein bisschen euphorisch nach dem 1:0, nach dem ersten Drittel und dem 3:1 nach 40 Minuten und glaubten, dass es reichen könnte, weil die Tschechoslowakei so verunsichert war. Peter Hamer sahen Sie da kurz im Bild, der auch als Assistant Coach der Nationalmannschaft wertvolle Arbeit leistet, genauso wie bei der Düsseldorfer EG. Eine Minute 45. Ron Fischer. Uli Hima fände doch jetzt einen und würde ihn mit gutem Pass bedienen. Deutschland, das muss man sagen, ein absolut gleichwertiger Gegner, kämpferisch sogar Vorteile gegenüber der Tschechoslowakei. Die Moral war glänzend in der deutschen Mannschaft. Das sind gute Perspektiven für ja immerhin noch 9 lange Turnierspiele hier bis zum 1. Mai. Und erstaunliche Schwächen in der neu gebildeten GSSR-Formation. Einige Neulinge zitterten, dass man es bis hier oben spüren konnte, bis fast unter die große Kuppel. Die letzte Minute ist angebrochen. Niederberger. Abseits. Und so verstreichen die Sekunden. Man hat so ein bisschen, ganz offensichtlich, einen Nicht-Angriffspakt jetzt unausgesprochen geschlossen. Die Deutschen merken, dass es sehr schwer sein wird, hier noch einmal so zu brillieren wie bei den 3 Toren. Und die Tschechen sind heilfroh, dass sie noch einen Punkt ergattert haben. Noch 35 Sekunden. Die erste Formation der deutschen Mannschaft bringt die Scheibe raus. Beim Gegner natürlich wieder Rusitschka dabei. Das war nicht von schlechten Eltern, dieser Schuss kurz vor Torschluss. Noch 10 Sekunden. Er scheint tatsächlich bei diesem Unentschieden zu bleiben und hadern wir nicht zu sehr, sondern bescheinigen wir der deutschen Mannschaft, dass sie gut gespielt hat, dass ein Sieg möglich war, dass man aber gegen die Tschechoslowakei nicht gewinnen muss und dass für den restlichen Turnierverlauf eigentlich das, was man heute gezeigt hat, Mut machen müsste. Bei den Tschechen und bei den Deutschen alles unverändert. Jetzt gibt es eine Auszeit noch, von Xaver Unsinn genommen. 10 Sekunden vor Schluss. 30 Sekunden lang hat man nun Gelegenheit, nochmal genau zu besprechen, dass nun bloß nicht in diesen letzten Sekunden hier noch was anbrennt.
man weiß, welche Bedeutung Eishockey in der Tschechoslowakei hat, dann kann man nachempfinden, wie groß das Aufatmen bei den Cracks aus Pardubitz, Trenčín, Prag, Gottwaldorf, Iglau und wo auch immer. Das Positivste in der deutschen Mannschaft, die starke Leistung des Teams insgesamt. Alle gleichmäßig kämpften. Nochmal abgefälschte Scheibe, gefährlich. Aber nun ist es vorbei. Steiger mit dem letzten Schuss bereits nach der Sirene. Also die Bundesrepublik Deutschland trennt sich im Auftaktspiel dieser Eishockey-Weltmeisterschaft von der Tschechoslowakei 3:3 unentschieden. Es war mehr drin, aber seien wir nicht unzufrieden. Insgesamt war das eine durchaus vorzeigbare Leistung. Und mit diesem Fazit geben wir zurück ins Studio nach Deutschland.